Willkommen bei Barbecue from Luxemburg. Endlich neues Video. Ich werde jetzt eine Rinderrippe zubereiten, also jetzt mit einem Wrap einreiben, morgen früh eine Spritzmarinade einsetzen und dann wird das bei Niedrigtemperatur im Green Egg zubereitet. Ja, viel Spaß dabei! Hier habe ich ein schönes Stück Rinderrippe. Ja, ich schätze so um die 5-6 Kilo. Und die werde ich jetzt mit einem Wrap, so ein Miracle Wrap, einreiben. Selbstverständlich, ihr könnt die Gewürzmischung nehmen, die euch am besten schmeckt. Und jetzt bei den Temperaturen werde ich das auch über Nacht jetzt einfach ins Eck stellen, denn da wird garantiert nichts mehr passieren. Schön einreiben, einmassieren. Ja, jetzt werde ich das noch mit Klarsichtfolie einpacken und dann sehen wir uns morgen früh bei der Spritzmarinade. Ja, hier sehen Sie die Zutaten von der Spritzmarinade. Etwas Apfelessig, Worcestersoße, Bier, Paprikapulver und ja, den Wrap von, den Sie eben genommen haben, in meinem Fall ist es der Miracle Wrap. Jetzt werden wir das in eine Schüssel geben. Und dann mit dieser schönen Spritze hier ins Fleisch hinein spritzen. Hier sieht man das schöne eingerobte Stück. Und dann schön langsam beim Herausziehen immer langsam drücken. Ich habe bewusst das Eck nur in der Mitte angefangen, so kann sich nachher die Glut schön ausbreiten und man kann die Temperatur von 140-150 Grad besser halten. Und jetzt werde ich das Stück einmal schön von allen Seiten einmal scharf anbraten.
Jetzt bereiten wir den Grill für indirekte Hitze zu. Dann setzen wir die Deflektorplatte ein. Jetzt kommt das schöne Stück da drauf. Und wie soll es anders sein? Den Kerntemperaturmesser. Ich werde den jetzt von oben ins Fleisch geben. Ja, so eine Kerntemperatur wie beim Rostbeef, 59 Grad. Soll erreicht werden. Und jetzt pendeln wir das Eck auf 140 Grad so ein. Ist allerdings die obere Grenze vom Niedrigtemperaturgrillen. Die Spritze möchte ich Ihnen aber noch zeigen. Endlich mal eine gute. Habe ich bei Amazon gekauft. Ja, Ofargo. War auch nicht sehr teuer, aber robust. Ja, endlich mal, also wenn ihr des Öfteren Fleisch mariniert, würde ich mir eine gute kaufen. Hier ein etwas groberes Einstichloch. Wenn man jetzt eine Marinade oder eine Spritzmarinade macht, wo Zucker mit drin ist oder sonstiges, dann, wer kennt es nicht, es verstopft. Hier hat man dann noch so eine schöne Nadel mit Seitenlöchern. Wenn man jetzt nur Marinade benutzt, also ohne Zucker, auch noch eine kleinere. Und dann auch nochmal etwas größere, aber nicht so groß wie die andere Ersatzdichtungen und von jeder Größe, um die Spitzen der Spritze zu reinigen. Also wirklich eine sehr gute Marinadenspritze, würde ich euch wirklich empfehlen. Ja, jetzt liegen wir so bei 130, 140 Grad, optimale Temperatur. Dann lassen wir das Eck jetzt mal seine Arbeit machen. Die Kerntemperatur ist fast erreicht. Wow! Jetzt lassen wir es noch etwas ruhen. So, jetzt werde ich das Teil mal schön anschneiden. Ja, schaut euch das an. Saft pur. Gelungen. Ja, das ist meine Rinderrippe. Perfekt gegart. Circa 4 Stunden. Hängt natürlich von der Dicke ab. Dafür gibt es ja ein Kernmesser. Ja, was soll ich sagen?
falls Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und was ich aber noch loswerden wollte, ich grüße jetzt einen holländischen Jungen. Er schaut immer meine Videos an, aber versteht eigentlich die Sprache nicht. Von daher, Bart, hallo, schön, dass du ein Fan von mir bist. Und dann viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, das Gericht, das geht sowohl auf dem Green Egg als auch im Smoker oder auch im Backofen. Kugelgrill, indirekte Hitze. Ja, bis zum nächsten Mal.